Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video für euch. Das letzte Video in diesem Jahr. Ziggy Pop ist auch mit am Start. Atze ist noch unterwegs. Ja. Du, ich hab deinen Stuhl mitgebracht. Mein Stuhl. Für meinen fetten Arsch. Ja, genau. Ja, wir machen hier ein schönes Christmas Car Camping. Für euch gibt es da nur so ein paar Aufnahmen zu sehen. Also das werde ich aber nicht ganz großartig filmen. Wir machen ein schönes Drei-Gänge-Menü. Genießen das mal in aller Ruhe. Für euch gibt es jetzt ein paar Aufnahmen von meinem Camping-Ausbau. Ist es ja nicht, ja. Aber quasi wie ich Car-Camping in meinem Toyota Corolla mache. Was in meiner Kiste drin ist, was für Taschen ich nutze. Ich würde sagen, ich nehme euch gleich näher ran. Los geht's. Bevor wir uns anschauen, was es alles im Kofferraum gibt, werfen wir einen Blick mal auf meinen Fahrerplatz, was ich da so habe. Fangen wir hier vorne an meinem Fahrersitz an. Die Sonnenblende habe ich ein bisschen gepimpt. Da habe ich so einen Mollehalter dran. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran, damit ihr seht, was alles verbaut ist. So, hier kann man den sehen. Der ist einfach mit drei Gummistraps an der Sonnenblende festgemacht. Da habe ich zum einen Messer dran, ein paar Patches drauf. Dann hier von Brokool die Bushfork, eine kleine Pommesgabel aus Titan. Hier ist noch ein Feuerzeug versteckt. Ja, und diverse Sachen kann ich da immer noch dran befestigen. Eine Taschenlampe, die fehlt, die habe ich, glaube ich, letztens mal rausgenommen. Die muss ich also wieder reintun. Hier vorne war es das schon. Gehen wir direkt auf die Rückbank. So, hier sind wir dann schon halb in meinem Schlafzimmer drin. Aktuell stehen hier nur ein paar Taschen rum, Kamera-Equipment. Hier ein bisschen was wir zum Essen brauchen für heute Abend. Ein kleiner Wok. Was ich hier an der Stelle habe, in den Seitenfächern hier, sind die Mückennetze für die Fenster. Damit ich im Sommer quasi auch eine schöne Belüftung habe und trotzdem ja frei von den Moskitos bleiben. Diese werden ganz einfach befestigt, und zwar haben die hier solche Klettpads. Die hat man hier festgeklebt, auf der anderen Seite auch. Und ja, der Sicky spannt es jetzt mal gerade über das Fenster drüber. Ja, und so kann man die Tür zumachen, Fenster leicht runter. Hat einen schönen Schutz vor den lästigen Plagegeistern. Hier auf der Seite ist natürlich auch ein Moskitonetz. Jetzt geht es aber darum, mein Bett aufzubauen und dazu einfach die Rückbank umlegen. Das geht beim Corolla aus dem Kofferraum raus und zack, fertig ist das Bett. Ja, ganz fertig natürlich nicht. Da muss jetzt noch Luftmatratze rein und alles entsprechend umgeräumt werden. Deswegen habe ich mir jetzt vor kurzem diese Packtaschen besorgt von 5-11, selbst gekauft. Gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe zweimal diese kleinen. Die haben auch nochmal ein Netz hier oben drin, mit dem man sie nochmal verschließen kann. Und einmal eine größere. Die befülle ich dann von Tour zu Tour individuell mit dem Zeug, was ich brauche, was ich im Auto brauche. Hier ist jetzt zum Beispiel die Luftmatratze drin, noch ein bisschen eine wärmende Jacke, ein kleiner Klapptisch, ein Klappstuhl ist hier drin, ein Schaffell für unter in den Stuhl reinzulegen. Die Teile sind von unten auch super robust, kann sie also auch in den Dreck stellen, ohne dass was passiert. Kann auch dreckige Schuhe dann hier reinstellen, ohne dass ich dann den Schmutz im Auto habe. So, hier die Taschen nochmal in der Detailaufnahme. Die haben ein schönes großes Netz, sieht man, was drin ist. Teilweise auch nochmal kleine zusätzliche Packtaschen drin, Klettpanel, um das Ganze eventuell noch zu beschriften. Ein 10 Liter Wasserkanister, den nehme ich mir auch immer mit. Der hat unten einen Hahn zum Auslassen, oben kann man ihn gut befüllen. Und hier noch mal so einen kleinen Nippel dran, damit der kein Vakuum zieht. Ja, kann man dann entsprechend hinstellen und überall schnell Wasser zapfen. Ja, fertig ist mein Bett. Hier hinten habe ich jetzt noch eine Wolldecke hingelegt. Hat den Grund, also für mich reicht es gerade, ich bin 1,70 groß, stoß aber hier hinten, wenn die Heckklappe zu ist, schon mit den Füßen an die Heckklappe an. Dadurch bildet sich natürlich eine Kältebrücke, damit das Ganze nicht so schlimm ist, lege ich mir hier mal eine Wolldecke drunter, lege ich dann über den Schlafsack dann nochmal drüber und dann habe ich warme Füße. 1,70, 1,75 geht noch, wenn ihr größer seid, wird es hier schwierig, dann müsste man sich hier wieder was unterbauen, aber für mich reicht das hier einwandfrei. Schlafplatz wäre jetzt erledigt. Jetzt zeige ich euch, was in der Car-Camping-Kiste alles drin ist. Wie hast du sie genannt? In der Abenteuerkiste? Ich glaube, die heißt Abenteuerkiste, ja. In der Car-Camping-Kiste CCC.
Vor allem Kiste mit ich C. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ich packe jedenfalls jetzt in Ruhe mal alles aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn hier alles liegt. Mittlerweile ist der Atze auch da im Hintergrund. Geht schon die Sonne langsam unter. Bett ist aufgebaut. Zwei Sachen noch hier hinten im Kofferraum. Auf der Seite ist meine Stromversorgung. Da habe ich eine Powerstation von Nightcore, die NES 500. Die jetzt in dem Video hier vorzustellen, wird den Rahmen sprengen. Da kommt demnächst ein separates Video zu. Aber wir haben noch vergessen, den doppelten Ladeboden hier unten drunter. Der lässt sich nur aktuell als Ganzes hochnehmen. Ich hatte überlegt, quasi die Platte hier nochmal neu zu bauen aus zwei Einzelelementen. Da ich das Teil aber tatsächlich zu selten nutze, habe ich mich dagegen entschieden. Habe hier unten drunter ja Sachen, die ich nicht so oft brauche. Heute quasi drin Brennholz, mehr Brennholz und noch mehr Brennholz. Noch ein bisschen kleines Anzündholz ist auch noch drin. Dann natürlich das Reifen-Reparaturset, falls ich eine Panne habe. Hier so eine kleine Kiste. Ja, so eine Notfallkiste, da ist alles mögliche drin. Kocher, ein bisschen was zu essen, alles mögliche an Notfallkram. Wenn ich die euch mal nochmal separat vorstellen soll, schreibt es mir noch in die Kommentare. Das erste Hilfeset darf natürlich in keinem Auto fehlen. Und noch eine normale Notfalllampe. Das war's. Klappe wieder zu. Aufbau komplett. Jetzt schauen wir mal, was sich hier drin alles so befindet. Also grundsätzlich ist diese Kiste immer gleich gepackt. Da kommen natürlich ab und zu mal noch Müsli dazu. Oder was habe ich heute noch mitgebracht? Die Laterne habe ich heute mal noch eingepackt. Ansonsten ist quasi immer das Standardprogramm drin. Hier in den Deckel habe ich mir so ein Flausch, so ein Patch-Panel mit Nieten befestigt. Zum einen kann ich Patches aufbringen, zum anderen nutze ich hier aber die Organisationsmöglichkeiten von Wenquist. Das sind halt eben auch solche Klettpanel, die man da dran kletten kann. Hab quasi hier dann alles schön organisiert. Mein Besteck, Messer, Kochmesser, eine Brühe, einen Ständer für die Gaskartusche. Ja. Und hier unten, damit das aufbleibt, ist das schöne große, wie heißt es, Skrama von Tereve. Ein schönes, geiles Haumesser, Holz zu spalten. Das liegt immer hier. Damit kann quasi der Deckel ja nicht zufallen. Dann heute auch noch mit dabei ein schön großer Kochlöffel, weil wir heute schön kochen. Und hier die zwei Pouches. Das haben wir drin, ein Spültuch, eine kleine Gaskerzenlaterne, ein Sparschäler, Anzündhilfen und noch eine kleine Kerzenlaterne. Im zweiten Organizer habe ich dann alles Mögliche drin, Kleinzeug und so eine Küchenutensilien-Tasche mit Tees, Kaffees, Salz, Pfeffer, alle möglichen Kleinkram. Dann hier eine schöne Zitronella-Kerze, dann den Adapter von der schwarzen Biene, um ein Stativ nutzen zu können und noch einen speziellen Gaskartuschenadapter. Nochmal einen größeren Löffel. Hier hängt jetzt schon das Messer. Ansonsten sind wir dann hinten schon durch. So, jetzt geht es also in die Tiefen der Kiste. Als erstes fällt mir diese Folie hier ins Auge. Da ist so eine Brandschutzdecke drin, die man als Unterlage für einen Hobel nutzen kann. Wenn man zum Beispiel ein Feuer auf einer Wiese macht, im Campingbereich, habe ich mir jetzt ganz neu geholt. Noch nicht ausprobiert. Das Ganze ist jetzt hier doch so ein bisschen, mehr oder weniger chaotisch. Ich habe noch so die Idee gehabt, dass ich mir hier ein Brett reinmache, dass ich die Kiste im offenen Zustand dann auch als Ablage nutzen kann. Geht so ein bisschen konträr zu dem Konzept mit den Taschen an der Seite hier, denn wenn das Brett hier liegt, würde ich den Deckel eben mit den Taschen dran immer zubekommen. Da muss ich mir also was anderes überlegen. Ja, und deswegen ist jetzt momentan alles einfach so reingestapelt. Naja, dann hier ein kleines Hygienekit, bisschen Toilettenpapier, Zahnbürste, diese Dr. Bronners 17-in-1 Universalseife. Dann hier ein taktischer Klopapierhalter. Ganz praktisch jetzt hier so im Autobereich. Mit dem Karabiner kann man sich einen schönen Gürtel dran heften. Und hat dann das Klopapier, liegt dann nie im Dreck rum, sondern ist immer quasi geschützt, auch wenn es draußen feucht ist. Ganz neu habe ich so eine schöne Pouch mit Gewürzen, Öl, Salz, Öl, Barbecue-Gewürz, ein paar Kräuter, Zwiebelpulver, einen Brühepulver, Knoblauchpulver, ein bisschen Curry,
Habe ich mal so ein bisschen individuell zusammengestellt. Die Pouch hier selber ist von, habe ich auf AliExpress gekauft. Hier fehlt quasi nur noch eine Öse dran, damit ich sie irgendwie oben, ja, irgendwo festmachen kann. So, geht's weiter. Hier nochmal ein kleiner Mini-Rucksack von Amazonas. Einfach wenn man unterwegs ist, keine Ahnung, geht, ist vielleicht auf dem Campingplatz, will duschen gehen, packt sich hier gerade die frische Wäsche rein, Handtuch und hat dann quasi alles bei sich. Oder auch zum Einkaufen geeignet. Dann ein Thermo-Kaffeebecher. Dann habe ich das tatsächlich nur heute dabei. Das ist ein Gasbrenner, den habe ich komplett auseinandergebaut. Passend dazu, dass ich ihn im Friends Stove nutzen kann. Den habe ich nämlich heute auch mit dabei. Und den werde ich heute quasi damit als Wokbrenner nutzen. Ich habe dabei einen Titan, ja, Wasserkessel, um einen Tee, warmes Wasser zu machen. Die Gaslaterne haben wir schon gesehen. Einen Müsli habe ich mir eingepackt von morgen früh. Dann haben wir hier noch ein kleines Handbeil von Fiskars. Was ganz Einfaches. Ich habe die kleine Silky Pocket Boy dabei, um ihm schnell noch ein bisschen Holz sägen zu können. Den Soja Mini, das Wasserfilter-Kit. Je nachdem, wo man unterwegs ist, dass man sich auch hier mal schnell noch Trinkwasser frisch filtern kann. Den Helicontex Wackman Roll habe ich hier drin als Universal-Decke. Ich kann ihn quasi nutzen, um mich nochmal im Auto zusätzlich zuzudecken, wenn mir zu kalt ist. Ich kann ihn aber auch, wie gesagt, als isolierten Poncho nutzen, wenn ich quasi beim Carcamping sitze, heute Abend wahrscheinlich, um dann nochmal schön warm zu haben. Heute zwei Gaskartuschen mit drin. Denn ich koche einmal auf dem Scotty, der kommt gleich. Und wie gesagt, auf dem Wokbrenner. Dann nochmal von Stanley, ein großer isolierter Bierbecher, der natürlich auch einwandfrei geht, um sich eine schön große Tasse Kaffee darin zu machen und dass die morgens schön lang warm bleibt. Auch ganz neu und noch nicht ausprobiert, so ein mobiler Toaster, den man quasi auf einem Gaskocher verwenden kann. Der verteilt quasi die Hitze durch das Netz hier schön und man kann da oben drauf dann toasten. Wie gesagt, gekauft, noch nicht ausprobiert. Dann eine Flasche Brenngel, um das Feuer in Gang zu bringen oder halt auch als Notbrennstoff. Ein paar ordentliche Zeltheringe, um ja irgendwas abspannen zu können. Tarp habe ich jetzt hier aktuell keins drin. Dann habe ich hier noch eine schöne Pfanne drin. Die hatte ich euch mal in dem Video vorgestellt, quasi die Alternative zur Jägerpfanne. Von Stabilotherm. Ist ein bisschen einfacher aufgebaut, aber funktioniert einwandfrei. Und ja, ist verdammt günstig. Eine Flasche Maggi, die ist hier oben rausgefallen. Machen wir gerade weiter mit dem Scotty. Der Scotty Grill und die Scotty Cap. Also ein mobiler, zerlegbarer Gasgrill. Ich zeige ihn euch nachher nochmal im aufgebauten Zustand. Hier nochmal ein Deckel dazu. Ganz neu mit dabei die Räucherschiene vom Scotty, die Smack, die werden wir heute Abend nutzen. Da wird es heute Abend was Leckeres von geben. Der ist echt gut, um ja schön mobil zu grillen. Hat quasi alles ordentlich aufgeräumt. Dann den schwarze Bienetisch, heute quasi nur den Tisch dabei. Das Stativ habe ich zu Hause gelassen, also beziehungsweise den Standfuß. Denn ich werde eben nachher das Stativ nutzen, wo die Kamera jetzt drauf steht. Hier nochmal das Zubehör für den Friendsdorf. Eine Flädlersuppe, ich wusste genau, was ich morgen frühstücke. Dann das Kochset vom Decathlon von Quechua. Für 2 bis 3 Personen mit einer Pfanne, einer beschichteten, einem großen Topf. Sind ein paar Schüsseln drin, einwandfrei. Also, das ist ein richtig gutes Set. Auf die Idee gekommen bin ich durch den Sigi, der hat mir das gezeigt und deswegen habe ich mir auch direkt geholt. Dann nochmal eine Titan French Press hier drin von Bestago. Hier unten drunter ein normaler Gaskocher, den ich normal verwende, wenn ich hier mit dem ganzen Setup hier unterwegs bin. Ein Windschutz, ein klappbarer. Normal ist der viel größer, normal sind glaube ich noch 5 Segmente mehr dran, aber das hat mir hier vollkommen gereicht. Ja, und als letztes dann noch eine Packung Nudeln, die man schnell warm machen kann, so als Notreserve. Ja, damit ist die Kiste leer und wir sind am Ende angekommen.
und da läuft eine Kamera. Hallo Leute. Herzlich willkommen in der Kälte. Der Kältekammer. Ja, kälteste Nacht des Jahres. Ich glaube schon. Also wenn das Jahr ist ja bald vorbei. Feuerzeug. Schöner Abend geht zu Ende. Ja, die Temperaturen steigen tatsächlich leicht. Eben waren es noch -5,6, jetzt sind wir nur bei -5. Ja, Auto ist soweit vorbereitet. Der Vierter heizt vor, alles bereit für die Nacht. Das Wasser tatsächlich in meinem Kanister ist tatsächlich schon am Gefrieren. Ja, und jetzt bauen wir schnell das Pavillon ab, Feuer aus und dann geht's ab ins Bett. Ja, und so sieht es dann von hier drinnen aus. Bisschen gedimmtes Licht. Ja, der Vita ist vorgeheizt. Ich habe meine Klamotten soweit ausgezogen. Heute Nacht ja, bleibt nur das T-Shirt und ein Merino-Langarm-Shirt und die langen Unterhose an. Und jetzt ab in den Schlafsack. Gute Nacht, wir sehen uns morgen früh noch mal kurz. Einen schönen guten Morgen. Hier ist mein Auto. Ja, ja, mittlerweile fast 8:30 durch. Im Hintergrund geht gerade die Sonne auf. Heute Nacht ist es wärmer geworden. Wir haben gerade nur noch so um die 0 Grad oder ganz leichte Minustemperaturen. Ja, jetzt heißt es aufstehen. Also die Nacht war wirklich gut. Hab schön warm gehabt. Wobei der Schlafsack tatsächlich, der ist nicht so für extreme Niedrigtemperaturen gemacht. Ich habe gemerkt, dass der so ein bisschen an seine Grenzen kommt. Also oben rum, da war nichts, aber unten hatte ich ja den Vita noch zusätzlich, da war es so mollig warm. Ja, die anderen sind auch schon wach. Jetzt heißt es mal diese Tropfsteinhülle hier abtauen. Kleinigkeit frühstücken. Ja, und dann geht es auch bald schon wieder nach Hause. Weihnachten steht vor der Tür. Guten Morgen. Morgen. Aufstehen. So, hier habt ihr die Temperaturen, ist gerade von -0,2 hochgegangen, weil ich das Teil natürlich in der Hand habe. Die Sonne geht da auf, aber es windet hier ordentlich, wobei der zieht noch so ein bisschen hier über die Kuppe drüber. Und hier ist es einigermaßen okay. Mit dem Stativ immer umstellen. Gerade wenn du was kochst, weißt du, wenn du Feuer machst, da kann ich alleine. Ach ja, ganz vergessen zu erwähnen gestern, der Tisch gehört natürlich auch zur Ausstattung dazu. Ein schöner kleiner Aluminiumtisch, habe ich mal unten in der Beschreibung verlinkt, funktioniert einwandfrei. Heute Morgen dann ein ganz schnelles Frühstück, Wasser heiß gemacht, Maultaschen reingeschnibbelt, Frühpulver drauf, fertig, dazu ein Kaffee, einwandfrei. Schön was Warmes in den Bauch. Alles abgebaut, das Auto wieder voll verladen. Zeit für uns nach Hause zu fahren. Weihnachten steht vor der Tür. Zumindest für uns, für euch war es schon. Euch wünsche ich dann jetzt einen guten Rutsch. Euch wünsche ich frohe Weihnachten, war geil mit euch. Schönes Weihnachten. Ciao, Matze. Einmal knutschen. Das ist immer diese Linkshänder, die will immer auf die, ja, ja. Will immer auf die falsche Seite. Ne? Das ist immer er hier. Ach, okay. Und dann schaltet nächste Woche wieder rein. In dem Sinne, habt eine gute Zeit. Bis bald. Ciao. Ciao.